Das Verständnis für die Vorgänge der spontanen Selbstanordnung von Molekülen an der Oberfläche ist essentiell, um die Entstehung von Leben zu verstehen. Zur Untersuchung wird zuerst ein Tropfen mit Hilfe einer Pipette auf eine Graphitoberfläche gebracht. Moleküle von unter einem Nanometer Durchmesser können sich frei in der Lösung bewegen und auf der Oberfläche anhaften. Sobald andere Moleküle in Reichweite kommen, bewirken Kräfte eine Selbstanordnung der Moleküle nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Bevorzugt versuchen die Moleküle, sich regelmäßig anzuordnen, um ihre Energie zu minimieren. So können ausgedehnte hexagonale Netzwerke entstehen. Diese nur durch molekulare Kräfte selbst angeordneten Moleküle lassen sich mit Hilfe von Metallspitzen abrastern, um die molekulare Struktur indirekt sichtbar zu machen.